krass, 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 krass. Das mag ich ja sehr gern und es rumpelt. Rumpelt Stielchen. Ach, guck mal hier, eine Kassette. Macht wieder Action hier. Hier, Frau des Fischers? Ja, ja. Für einen Moment war alles gut, weißt du? War alles wieder heile. Nice, watch your steps. Wer bitteschön hat das dahin geschrieben? Das kommt mir gerade so verdammt bekannt vor. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor, aber woher? Ich bin mir nicht sicher. Mit diesem Licht und so. Merkwürdig. Ich kann es nicht genau einordnen. So, kommen wir hier vielleicht... kommen wir hier rüber? Ja, haha, das geht. Das geht so darunter. Sollten wir wahrscheinlich nicht. Könnten wir theoretisch probieren, ob wir es überleben, aber... ich bin mir da wirklich nicht sicher. Naja, gut, erstmal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie rauskommen. Ha, 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 ha. Nicht. Oh. Ich war fest davon überzeugt, dass jetzt alles gut wird. Na gut, dann alternativ. Soll ich wirklich diesen... Ja, das hat sich gerade erledigt. Ich kann dich auf der Kamera sehen. Du bist rausgekommen. Alles wird jetzt viel entspannter. Es gibt Karten von den Räumen an der Wand. Gehe jetzt einfach geradeaus nach Norden. Du solltest danach bald eine Krankenstation sehen. Mhm. In dieser Krankenstation wurden die verletzten Personen untergebracht. Und die sind da jetzt immer noch, oder wie? So, nach Norden. Ja, keine Ahnung, ob das Norden ist, aber es ist auf jeden Fall geradeaus. Es gibt jetzt nicht so viele Möglichkeiten hier. Von daher, das Rumpeln, das ist auch sehr schön. Was haben wir denn hier? Es sagt, der 10-zweite Knopf, verwenden Sie ihn mit Vorsicht. Der Rest des Zeichens ist weggefressen, um es zu lesen. Aha. Der 10-zweite Knopf, verwenden Sie ihn mit Vorsicht. Alles klar, wir drücken ihn mal. Aha. Ist jetzt die Tür offen? Bleibt. Das ist doch ein Timer. Das ist ein Timer. Ich wollte nämlich gerade sagen, die bleibt doch jetzt bestimmt nicht ewig offen. Na gut, dann müssen wir halt uns sputen. Oh, guck mal hier, fast übersehen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr ganz, ganz laut geschrien? Sehr gut, so lobe ich mir das. Na gut, dann fressen wir direkt mal das Zeug. So, und Gas. Für den Spurt hier, für den Sprint. Ah, ist das vielleicht nicht schlecht, genau. Ja, gut. Hat jetzt noch gereicht. Und können wir damit auch wieder aufmachen. Aha. Gut. Das hier allerdings nicht. Was ist das hier? Ein Knöpfchen. Verstehe. Gut. Ah, verstehe. Dann müssen wir noch irgendwas hier mitnehmen oder so. Vielleicht das hier. Wie wär's? Wenn es das jetzt gewesen ist, dann war es easy. Cool. Schön. Kein Kommentar dazu. Oh, das gute Geschirr. Das erinnert mich jetzt irgendwie so ganz grob so ein bisschen an Half-Life 2. Da, ne, so am Anfang die Szenen, wo da die Leute rumsitzen, da an dem Bahnhof und so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Irgendwie, weiß nicht, so vom Stil her hat mich das gerade so ein bisschen erinnert. Was haben wir hier? Ja, so ungefähr ein bisschen. Wobei, mit den Wissenschaftlern ist ja... Na gut, passt ja zu Half-Life eigentlich. Doch, doch, das passt ja eigentlich ganz gut. Vielleicht eher zum ersten. Oh, na gut. Ja, können wir sonst noch irgendwas machen? Ah, wir können die Kassette anhören. Das machen wir sofort. Sofortig. Ach, das funktioniert mal. Ach was... Das mag ich. Das mag ich sehr gern. Krass, krass, krass. Gut, dann war das nichts mit der Kassette, aber wir haben ja noch eine. Die meinte ich eigentlich.
Mein Name ist der Richardson. Ach, der Richardson, ja, sehr schön. Ich führe eine Reihe von mit dem Kunsterzeugnis verbundenen Experimenten durch. Die erste Aufzeichnung war gerade eine kleine Einleitung. Hier werden wir uns direkt mit den experimentellen Angaben befassen. Ich werde mit dem Seeteil anfangen. Oh. Ja. Habe ich bereits darüber geredet? Was sagte ich? Mein Gedächtnis. Es scheint in den letzten Tagen Probleme zu haben. Und häufig finde ich mich denkend, dass all das um die Zeit angefangen hat, als ich angefangen habe, mich mit dem Artefakt zu beschäftigen. Mhm. Offen gesagt, ist mein Interesse nicht nur wissenschaftlich. Das ist doch Absicht, also ganz ehrlich. Es scheint, dass je mehr Zeit ich mit dem Artefakt verbringe, desto mehr leidet mein Gedächtnis. Ich muss mich daran erinnern. Oh, können die hoch? Das Verfahren zu einer Ausbildung, wird's aber leise. Studie dieses Themas. Wir wollen das ja nicht verpassen. Fühle ich die Wärme. Und ja, ich kann dieses Gefühl einfach nicht mehr halten. Ich habe Lust zu fliegen. Es fühlt sich an, als würde ich fliegen. So ähnlich. Zuerst hat es mich ein wenig erschreckt. Aber jedes Mal mag ich es immer mehr. Dieses Gefühl. Es ist so gut. Es ist wie eine Droge, sag's doch. Ich habe andere Dinge zu tun. Außer dem Studieren des Artefaktes. Studieren. Ja, was mache ich überhaupt hier? Ich gebe gerade meine Freizeit aus, es zu studieren. Obwohl ich mich daran nicht mehr erinnere, was am heutigen Tag überhaupt geschehen ist. Ja, ein ganz eifriger Wissenschaftler ist das. Lobe ich mir, ne? Ist ja auch sehr gut. Und dass er auch immer so lebhaft einfach beschreibt, was er wieder Neues herausgefunden hat. Huiuiuiuiui. So, hier kommen wir hoch. Naja, wir können natürlich auch erstmal gucken, ob es da unten durchgeht. Vielleicht geht es da auch gar nicht durch. Und dann haben wir keine andere Wahl. Aber es kommt mir so verdammt bekannt vor irgendwie. Wie kommt das denn? Ich habe doch diese Mod noch nie gespielt, oder doch? Und jetzt auf einmal... Oh, erinnere ich mich? Nee. Dann kommt es mir auf einmal wieder nicht bekannt vor. Oh Mann, sollen wir das echt machen? Das ist wahrscheinlich... eine dumme Idee. Und ui. Er ist so träge, ja. Fängt so langsam an zu rennen. Kann ich das da irgendwie... Oh, da ist ja was. Ach so, da ist ein Schalter. Kann ich es ausmachen? Nö. War die Tür eben offen? Ich habe nicht drauf geachtet. Ah, okay. Shit. Okay, pass auf. Wir gehen erst nochmal die Leiter da hoch, bevor wir da irgendwas verpassen. Ich weiß es nicht. Immer diese Nichtlinearität. Ihr wisst ja, dass das den Ochi verwirrt. Habe ich ja schon bei Edith Finch gesagt. Ich möchte bitte meine Spiele linear haben, damit ich auch nichts verpasse. Ne, das sieht mir irgendwie so nach einer ganz alternativen Route aus. Von daher gucken wir erstmal hier. Nö. Und, ja, gut. Es ist unwahrscheinlich, dass hier hinter jetzt noch irgendwie ein Polaroid an die Wand geklebt ist oder so. Aber wer weiß, wer weiß. Was? Okay. Hier ist Wasser. Warum? Was tut es da? Was ist das? Hä? Merkwürdig. Na gut, also hier scheint es im Moment noch nicht weiterzugehen. Vielleicht müssen wir da auch erstmal irgendwas machen. Und dann sehen wir weiter. Was ist das denn hier? Was sind das für komische Schächte?
So. Na, guck einer an. Dass ich da überhaupt hingeguckt hab. Ne, wisst ihr, wo das... Worauf das hinausläuft? Ja. Die Frage ist nur... Ja, jetzt müssen wir irgendwie hier... Was ist das da? Aha. Naja, irgendwie zumachen und das Wasser steigen lassen. Ich hab nun keine Ahnung wie. Nicht die geringste. Hm. Ich kann auch nichts machen, ne? Na gut, dann gehen wir halt doch da lang. Hm. Merkwürdig. Na, wirst du wohl. Bisschen strange. Dass wir jetzt wirklich da so ganz weit wohin müssen. Vielleicht geht's da ja auch nicht wirklich weit weiter. Schauen. Um dort hinten was zu machen. Ist das euer Ernst? Danke. Na gut, dann gucken wir mal. Und warum ist da dieser Schalter aktiviert? Das muss doch auch noch irgendeinen Grund haben. Also, dass er aktiviert ist, ist sehr schön, aber... Müssen wir den vielleicht irgendwie anderweitig aktivieren und die Kiste mitnehmen oder... Keine Ahnung, vielleicht soll einen das auch nur nochmal an die Schalter erinnern. Ein schlechter Arbeiter ist ein erfolgloser Arbeiter. Wir sorgen uns sehr um ihre psychische und körperliche Verfassung. Das ist nett. Sollten sie dich krank fühlen, dann denken sie bitte an ihre Cyanid-Tablette. Ja, super. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich denke, die beste Weise, die Stimmung zu heben, ist ein nettes Gespräch mit einem Freund. Wer sind Sie? Wir sind Freunde. Stimmt das? Ich würde lieber eine Tasse Tee für dich eingießen und sie dir anbieten und mich mit dir in einen bequemen Stuhl setzen. Aber leider bin ich von dir sehr weit entfernt. Ich habe dir vorgeschlagen zu bleiben, aber du hattest noch Dinge zu tun. Ich kann wie ein hängendes Bild nicht vollkommen sein. Aber meine Worte sind klug und werden von der Zeit unterstützt. Was? Verstehe die Natur dessen, was geschieht, Philipp. Und dann wirst du den richtigen Weg finden. Aber es ist eine Schande, dass du und ich verschiedene Pfade haben. Erstens, wer ist das? Zweitens, warum kennt er unseren Namen? Berichte über die Lieferung der Munition, Werkzeuge und so weiter. Ja, können wir diese Kiste hier vielleicht mal aufschneiden, aufmachen und uns etwas davon nehmen? Von der Munition und so, das wäre vielleicht nicht so schlecht. Warum kann man hier nirgends das Licht anmachen? Das ist doch auch eine Tragödie, ist das. So, hier geht's einmal rum, aha. Gut. Kann man auch mal machen, warum nicht? So, ist hier irgendwas noch dahinter? Nee, nur flackernde Texturen. Oh. Was zum Teufel ist denn hier passiert? Ui, okay. Hehe. Fast hätte es hier Steine im Gang gegeben. Die Tür hat es gerade noch so abgehalten, scheinbar. Okay. Hier irgendwas dahinter. Nö. Ah, der gute Freund, der Besen. Zur Not. Auch als Waffe zu verwenden, natürlich. Hier gibt's nix, oder was? Doch, hier gibt's was. Hier gibt's ein bisschen von unserer Droge. Und ansonsten... Das Spiel, das geht auch immer und immer weiter, ne? Hab ich das Gefühl. Ist okay. Also, warum nicht? Endloser Wirbel von Gedanken. Wenn nur mindestens einer von ihnen Sinn erfassen könnte, dann wäre alles besser. Computer. Wenn, was? Wenn nur ich irgendetwas darüber verstehen könnte. Hm. Naja. ZX25 Chipsets. Ja, der, das Gute. Ich würde gerne mal wissen, ob das hier irgendwie ein echtes Produkt ist, ein Gerät, ein echtes Poster von irgendeinem älteren Rechner oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal nachsuchen. So. Schön. Und weiter geht's. Offenbar. Immer weiter und weiter. Jetzt sind wir doch inzwischen wirklich weit entfernt von diesem einen Raum da. Aha. Der hat's, in Klammern hoffe ich, hinter sich. Ich sollte nicht in die Nähe vom Leichnam kommen. Der heiße Dampf war wahrscheinlich die Ursache seines Todes. Ach so.
Das kann natürlich gut sein. Da wird uns die Gasmaske wahrscheinlich auch nicht wirklich weiterhelfen. Es reicht auch bis hier vorne hin, oder? Wenn ich das richtig sehe. So, hier nichts machen. Ein Schalter ist nicht vorhanden. Gut, dann eben hier. Alternative Route. Ich muss mal den Robert fragen, ob wir diese Mod tatsächlich irgendwann mal gespielt haben und ich es komplett vergessen habe? Keine Ahnung. Es ist verschlossen. Ich muss bestimmt die Code-Eingabe benutzen. Wenn ich wüsste, was das jetzt ist, könnten wir mal... Ach so, hier ist ein Plan. Hier geht's auch weiter und weiter. Meine Güte. Das ist nämlich Northwing. Da haben wir doch sicherlich einen Code für in unserem Passwörterzettelchen. Gucken wir gleich mal. Ich gucke aber erstmal hier weiter, ob es hier noch was gibt. Boah, ach so, Krankenstation. Hier geht's immer weiter. Hier können wir doch sicherlich das Gas abdrehen. Okay. Müssten wir jetzt nicht auch wieder dahin kommen? Aha. Ein... Oh, hallo. Das ist schon ein bisschen eklig, so. Bis zu diesem Moment bin ich auf einige der Infizierten noch nicht gestoßen. Vor einiger Zeit hatte ich gehört, dass es eine Gruppe von überlebenden Wissenschaftlern im, was, Verwirrungssaal gab. Und ich an sie sofort herangegangen bin, aber als ich den Bestimmungsort erreicht hatte, war keiner dort. Die Tür wurde geschlossen. Ich habe versucht, eine Spritze zu verwenden. Ich trage immer einen Verbandskasten mit allen notwendigen Sachen wegen meines Jobs und hatte mein Blut in ein fremdes, schlossähnliches Gerät eingespritzt. Das haben wir auch schon mal gemacht. Aber es hat nicht geholfen. Hysterisch habe ich auf der verdammten Tür geknallt und habe geschrien, in der Hoffnung, dass ich gehört wurde. Ich habe bald begriffen, dass es nutzlos war. Meine Bedingung war so schwach, dass ich die Schritte hinter mir so gar nicht gehört hatte. Bedingung war so schwach. Als ich aufgewacht bin, war ich bereits in einer Zelle, nehme ich an. Ich habe die letzten 30 Minuten damit verbracht, herauszukommen. Verbraucht herauszukommen, naja. An einem Punkt habe ich ein fremdes Geräusch gehört, das aus dem Gang kam. Als ich zur Tür gestiegen bin, habe ich einen anderen Gefangenen gesehen. Er wurde in die folgende Zelle nach links geworfen. Ich frage mich, wer er ist. So. War das jetzt irgendwie... War das von dem da ein Schrieb? Oder... Nicht so, oh, guck mal hier, grün. Was ist das? Was ist das schon wieder für ein Murks? Ich denke, dass ich einige Töne hören kann. Ja, tatsächlich. Gibt es wirklich eine lebende Person auf der anderen Seite dieses Zusammenbruchs? Ja, es hustet, oder? Tatsächlich. Hallo, ich würde jetzt gerne etwas sagen. Jetzt sind wir da oben. Ben, waren wir schon... Ah, da kamen wir her, ne? Ja, da kamen wir her. Da waren die Räume. Hier ist dieser Raum, der... Ich hoffe, ihr könnt das sehen, ne? Der hier zwei Türen hat. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Gehen wir einfach mal weiter zurück. Ja, jetzt ist hier halt das Gas oder der Dampf aus. Ach, guck mal hier. Na? Geht das? Der Griff des Infizierten ist zu stark. Ich kann sein Brecheisen nicht wegnehmen. Egal, wie oft ich es versuche. Wirklich? Schade. Das ist jetzt ja ein bisschen doof. Ich nehme auch nicht an, dass wir damit irgendwas machen können. Na gut. Dann gucken wir mal nach dem Code. Das müsste eigentlich gehen. Northwing. Pass auf. Ich zeige euch das. Jetzt kommt wieder der Trick. Notes. Ja, hier, Passwörter. Nordflügel 5174. Na, komm schon. 5174. Und dann gucken wir mal. Okay. Ich würde fast sagen, da wir jetzt hier wieder einen Checkpoint haben, mache ich an dieser Stelle wieder ein kleines Päuschen. Das passt, glaube ich, eigentlich ganz gut. So mit den Folgenlängen werden vielleicht ein bisschen kürzer. Ich weiß es noch nicht so genau. Muss ich mal schauen, wie ich das schneide. Aber ja,
Ich habe bisher auch wenig Feedback bekommen, was so eine gute Folgenlänge wäre, ob das eher in Richtung 15 oder in Richtung 20 Minuten gehen soll. Ich versuche immer so ein kleines bisschen irgendwo dazwischen zu bleiben. Nur, dann ist eigentlich ganz gut. Wenn ihr jetzt sagt, ihr hättet gern 2 Stunden Folgen, dann mache ich nur noch ganz, ganz selten Folgen. Nee, also irgendwie passt das für mich eigentlich ganz gut, aber ihr könnt mir auch sehr gerne mal Feedback geben. Ja, ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wieder sehr herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder oder in einer anderen Aufnahme. Mal gucken, je nachdem. Bis dann, macht es gut und tschüss.